Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörbude. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute relativ simpel. Ich erzähle euch ein paar lustige Stories aus meiner Schulzeit und mache behinderte Sketche draus. Es wird nicht lang, wird nichts Großes, aber ich denke, es wird ganz lustig. Also, beginnen wir gleich mit dem ersten Sketch. Guck mal, ich zeig dir meinen neuesten Trick. Siehst du diese fünf Karten? Das sind nicht mal Spielkarten, das sind Moorhuhnkarten. Ja, egal. Das ist trivial, machen wir weiter. Hier, such dir eine der Karten aus. Ich nehme die in der Mitte, schätze ich. Schau sie dir an. Ich zeig sie in die Kamera. Hast du sie gemerkt? Gut. Dann mische ich jetzt. Und guck mal. Wir haben hier wieder deine fünf Karten. Hier. Die fünf Karten. Seht ihr? Und das hier. War das hier deine Karte? Nein, das war nicht meine Karte. Ich weiß, Bitch, die gehört mir. Der erste Sketch. Ihr habt gesehen, Pingo Magic, ihr kennt ihn vielleicht. Mit seinen Kartentricks auf seinem YouTube-Channel. Könnt ihr mal vorbeischauen bei ihm. Der Sketch war kein Trick, den er gezeigt hat. Den habe ich selbst improvisiert. Ich weiß, er war wunderschön. Dementsprechend gibt es da keine Story hinter, die ich erklären könnte. Außer halt, dass er oft Kartentricks macht. Und uns auch hin und wieder mal damit nervt. Zum zweiten Sketch. Braucht man eine Erklärung, um ihn zu verstehen. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch vorne ranschneiden. Ich habe das zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht entschieden, die Erklärung. Und zwar die Story. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt mit der Klasse. Sorry, ich muss da runter gucken wegen Skript und Uhrzeit. Wegen Weihnachtsmarkt, kurz vor Ende des Jahres, kurz vor den Ferien, sind wir als Klasse zum Weihnachtsmarkt in der Stadt, wo unsere Schule ist, gegangen. Und hatten dann ein bisschen Zeit, um rumzulaufen. An sich ganz bequem. Wir sind ein bisschen eben rumgelaufen, ne? Haben was zu essen geholt. Ein bisschen das Zeug angeguckt. Und irgendwann, wir sind da einfach, weil das kein großer Markt ist und wir irgendwie 1,5 Stunden hatten, mehrere Runden drumrum gelaufen. Immer wieder an denselben Orten lang. Unter anderem immer wieder an einem relativ normalen Karussell. Und jedes Mal laufen wir dran vorbei. Mit wir meine ich mich, Snens, der später noch ein Sketch bekommt. Und wen, wie beschreibe ich den jetzt? Fet. Okay, das war ein bisschen mies, glaube ich. Egal. Und wir laufen da einfach lang, irgendwie die fünfte Runde oder so. Und auf einmal guckt Pingo Magic auf das Karussell und erklärt uns so voll begeistert: Guck mal, das dreht sich! Pff. What the fuck? Keiner weiß bis heute, warum er das auf einmal gesagt hat. Guck mal, das dreht sich! Ja gut, also, ich habe mir jetzt alles aufgeschrieben. Und wie machen wir jetzt aus, wer anruft?
Ich kann machen. Meinetwegen. Sekunde, warte, warte. Wegen Bestellen. Wer macht? Er hat Wehrmacht gesagt. Sketch 3. Cool Surfer war ja schon ein, zwei Mal auch auf dem Kanal dabei. Und zwar in der Mittelstufe haben wir uns oft zusammengetan, man durfte ja das Schulgelände nicht verlassen und haben dann einfach als Gruppe irgendwas bei der Pizzeria oder beim Dönerladen oder so bestellt. Dann haben wir mal die Bestellung gesammelt und dann ausgemacht, wer anruft. Und einmal waren wir eben dabei. Cool Surfer hat unter anderem mit uns mitbestellt, ist aber auf die Toilette gegangen. Dann haben wir uns geeinigt, wer anruft. Er ist wiedergekommen, und anstatt irgendwie zu fragen, wer ruft jetzt an, fragt er einfach nur, wer macht. Und wer macht? Wer und machen konjugiert. Ja, er hat Wehrmacht gesagt. Der vierte Sketch. Kommen wir zu Snens, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Snens, relativ groß gewachsen, ziemlicher Streber. Ja, kann man nicht viel zu sagen. In Religion hatten wir einmal die Aufgabe, unseren Sitznachbarn so zu beschreiben, wie wir ihn immer wahrnehmen. Ich glaube, ihr kennt mich. Was würdet ihr für Adjektive nehmen, um mich zu beschreiben? Bescheuert? Würde ich annehmen. Ich sollte an ihn beschreiben, weil ich und Snens nebeneinander saßen, er mich. Ich habe mir was überlegt, das meiner Meinung nach gut zu ihm passt. Aber was er gesagt hat, finde ich wirklich sehr sympathisch. Du weißt, dass du gemeint bist. Fick Also, dich! wir sollen uns jetzt ja gegenseitig beschreiben. Ich habe hier jetzt vor allem zwei Adjektive oder das eine ist kein Adjektiv, zwei Wörter habe ich aufgeschrieben. Groß und Streber. Ja, also zum Jason sind mir jetzt eigentlich nur zwei Begriffe eingefallen. Durchschnittlich. Und offen rassistisch. Moin. Guten Morgen, Herr Gott. Moin. Guten Morgen, Herr Gott. Moin. Waren Sie nicht gerade schon? Moin. Und der letzte Sketch für heute. Eine Art Story, die vielleicht manchen von euch auch schon mal passiert ist. Wir hatten einen Klassenlehrer, der hat immer selbst gesagt, er glaubt nicht an Gott, außer an sich selber, denn er ist Gott. War einfach ganz lustiger Joke. Haben manche immer mal mitgemacht. Aber manchmal hatte man den Eindruck, dass er vielleicht gar nicht mal so Unrecht hat. Denn eine Angewohnheit hatte er vor allem. Die war sehr seltsam. Irgendwie, wenn wir zum Beispiel vorm Klassenraum gewartet haben, bis der Unterricht losgeht. Standen wir im Flur, haben gewartet, bis der Lehrer kommt. Und dann ist, nennen wir ihn einfach Herr Gott, vorbeigelaufen und hat uns begrüßt. Und keine Sache, wir grüßen ihn zurück. Auf einmal kommt er gefühlte 10 Sekunden später aus derselben Richtung wieder angelaufen, ohne dass er jemals irgendwie in die andere Richtung an uns vorbeigelaufen wäre. Und er hatte auch nicht im
Ansatz genug Zeit, um irgendwie eine Runde mit den Treppen zu laufen. Auf einmal kommt er wieder an, grüßt uns. Sind wir schon ein bisschen perplex? Und das Ganze wiederholt sich dann auch noch ein bisschen. What the fuck, Herrgott? Was ist mit Ihnen? Und das waren alle 5 Sketches für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Wenn nicht... Wir sehen uns hoffentlich bei mir. What the fuck mache ich hier? Bis bald und ciao.